Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Town of Light. Ja, in der letzten Folge haben wir schon unsere Puppe gesucht und dieses creepige Ding hier gefunden. Jetzt werden wir mal schauen. Na, das kann man wieder nur angucken, da sagt sie nichts zu. Werden wir mal schauen, was wir jetzt noch machen können. Wir sollen, Charlotte hieß sie, glaube ich, die Puppe. Sollen wir ein flauschiges, warmes Plätzchen suchen? Keine Ahnung, was das alles für Zeugs ist. Leider stehen keine englischen oder deutschen Namen drauf. Ja, dieses Buch haben wir leider schon in der letzten Folge gesehen. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Ich glaube, da werden irgendwie die Nervenstränge gezeigt, wo die in den Lippen sind und in den... Ich weiß nicht, aber das sieht hier so ekelhaft aus, als ob das festgebunden ist, also festgenäht worden ist. Die Schlüssel können wir nicht mitnehmen. Gut, es wäre vielleicht auch zu einfach, aber trotzdem wäre es gut gewesen. Also wir nehmen die Puppe anscheinend jetzt die ganze Zeit mit bei unserer Erkundungstour. Das ist abgeschlossen. Das ist ja, das wusste ich dann schon. Da sollte eigentlich Licht an sein, denke ich mal. Hier ist der Aufzug wieder. Das heißt, dass wir hier noch nicht drin waren. Diese Lampen könnten eine gute Wärmequelle sein. Aber Charlotte hat es hier unbequem. Sie wird sich nicht wohlfühlen. Wie, sie wird sich nicht wohlfühlen? Knall das Ding einfach auf den Boden. Na gut, also wir wissen, wo wir Charlotte hinbringen müssen, also die Puppe, aber wir wissen nicht, was das soll, beziehungsweise, oh Gott, was ist denn das für eine Scheiße da unten? Also oben, das ist schon, wieso muss man da mit einem Messer durchstechen und alles, aber was soll der Scheiß da unten? Ich meine, ist das ein Tierschwanz oder was? Wollen die da irgendwelche Experimente mit Menschen machen? Oh, das sieht ja schrecklich aus. Ich habe einen Rollstuhl im Erdgeschoss gesehen. Praktisch und bequem. So können wir Charlotte ins Warme bringen. Okay. Ja, dann suchen wir jetzt den Rollstuhl. Oh Gott. Amputation. Oh. Aber wir schauen uns hier oben nochmal kurz um. Ich weiß nicht, ob wir das öffnen können. Charlotte friert. Lass uns einen warmen Platz. Ja, dann kümmern wir uns halt erst um Charlotte. Nerviges Etwas. Wo war denn jetzt der Aufzug? Da bin ich jetzt dran vorbeigelaufen, oder? Nee, der ist hier. Dann fahren wir nochmal nach unten und gucken, ob wir da wirklich irgendwo einen vernünftigen Rollstuhl finden. Weil alle, die ich jetzt gesehen hatte eben, die waren eigentlich umgekippt. Gerne mal wissen, wie wir eigentlich aussehen. Ich meine, sie scheint ja normal angezogen zu sein, aber ihre Fingernägel sind total abgesplittert und alles. Ach, da hinten ist einer. Okay. War ich hier eben schon mal? Da ist eine Tür. Ich glaube, ich war hier schon mal, aber... Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Okay, wir haben jetzt den Rollstuhl dabei. Boah, das war sehr unhandlich zu fahren. Jetzt müssen wir mal gucken. Da sind die Treppen, da müssen wir rein. Können wir da rein? Passt das überhaupt? Okay, scheinbar ja. Moment, stehen lassen? Ich will den stehen lassen. Muss ich beides drücken? Okay. Gut, dann bringen wir die gute Charlotte doch mal nach oben und setzen sie ins Warme, damit wir dann das Ding nicht weiter mit dabei haben müssen. So, muss ich jetzt rückwärts raus, ne? Ich denke mal, anders geht das nicht. Wo war denn jetzt dieses Wärmeding?
Ja, das ist geil. Dreht sich genau in die andere Richtung. Okay. War das hier? Moment, ich lass dich mal eben stehen, Charlotte. Hallo. Ich wollte dich stehen lassen. Wieso kann ich die jetzt nicht mehr loslassen? Oh. Ist das der Raum? Ah, das sieht gut aus. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun. Die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Haar, um Hilfe zu erhalten. Okay. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss hat alles angefangen. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss. Jetzt muss ich mir überhaupt erstmal merken. Moment, F war jetzt die Taschenlampe. Und H war jetzt die Hilfe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Hilfe brauche, nehme ich an, kann ich da drauf drücken und dann sagt sie mir, ja, wir müssen jetzt, keine Ahnung, zur Etage, weiß ich nicht was. Okay, hier oben konnte ich ja jetzt nichts mehr machen. Moment, was hat sie jetzt gesagt? Im Erdgeschoss, ne? Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss, genau. Dann werden wir jetzt nochmal, müssen wir da eigentlich immer mit dem Ding fahren? Ich glaube, es geht schnell, wenn wir laufen, oder? Naja, so viel schneller geht es jetzt auch nicht. Was ist denn die Beobachtungsabteilung? Hier sind wir reingekommen. Eigentlich müsste hier jetzt Licht sein. Aber okay. Oder ist es eine von denen, die abgesperrt ist? Oh, okay. Nein, das macht mir jetzt gar keine Sorgen, warum die Türen hier zugehen. Hallo? Wieso kriege ich keine Taschenlampe? F war doch die Taschenlampe. Leute. Hallo? Wir werden jetzt bis zum Ende des Spiels nur noch nach geradeaus laufen und alle Räume werden sich vor uns schließen. Hallo? Oh, das ist eine eklige Perspektive. Werden wir jemals irgendwo wieder ankommen, wo wir hin müssen? Muss ich das steuern? Oh, ich hab so ein Brummen im Ohr. Ich kann mich gar nicht drehen beim Laufen. Was ist das denn? Das sind Betten. Das sieht eigentlich gut aus, aber... Hier haben wir keine Matratzen mehr. Und das sind Zweierbetten. Da können zwei Leute drauf liegen, hä? So langsam glaube ich werde auch irre. Ich sehe ein Licht am Ende aus Tunnels. Als ich das gemacht habe, wurde es nicht dunkel. Was unbeschreiblich Großes, Grenzenloses, ein Licht, das erbarmungslos blendete. Ich war 16 und hatte Angst, immer Angst, eine Angst, die mich langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde. Wo ich mich besser fühlen würde. Dort drin habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles, alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr. Thank you.
Hat die da einen epileptischen Schock oder was? Sie ganz allein in dieser Hölle. Ich stürzte hinab in den Abgrund der Verdammten. Aber diese Frau und ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Okay. Wo sind wir jetzt? Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Hier können die Türen nur von außen auf- und zugeschlossen werden. Okay. Was soll ich jetzt machen? Hallo? Ich höre Schritte, die sich entfernen. Hallo? Ich muss ja dann nach da weggelaufen sein. Oder er, oder vielleicht war es ja die Puppe. Wer weiß. Habe ich jetzt... Nee, ich hatte nichts an. Das ist blöd, dass man keine Karte hat. Kann man auch leider nicht draufdrücken. Das ist ein dunkler Gang. Dunkle Gänge finde ich nie gut. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich hasse solche Sachen. Ich hasse Szenen mit Puppen. War das jetzt wirklich eine Puppe, die mir hier geholfen hat? Wollt ihr mich verarschen? Mich hier selber umsehen, okay. Muss ich denn irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Ich kann nur zusehen, wie die Zombies rumlaufen. Nackt da hinten? Tatsache. Ich kann auch nicht raus. Achso, ich kann mich bewegen. Och, ich bin auch so doof. Okay. Aber die Wirbelsäule sieht gar nicht gut aus. Ey, Arschloch, das ist meine Puppe. Gib her. Wo ist der hin? Die Geräusche gefallen mir irgendwie gar nicht. Gelacht, schwer geatmet, an mir rumgesabbert. Er hat mich angefasst und mir dabei wehgetan. Ich hatte das Gefühl, mit einem lauten Krachen zu zerbrechen, in Stücke gerissen zu werden. Ich fühlte mich schwach, krank, falsch, schmutzig. Alles, was ich tun konnte, war Charlotte ganz fest zu umarmen, während er René gehorchte. Er war der Herr über das Reich des Lichtes. Das Böse, das ich begangen hatte, verschlang mich. Ich erbrach und fühlte, wie die Höllenquallen immer näher kamen.
Mein Gott, diese Visiten. Sie sagten, es wäre etwas in mir, das sie herausholen wollten. Mein Gott. Das heißt, der Typ hat sie vergewaltigt und sie ist dann schwanger gewesen. Ja, super Nervenheilanstalt. Das wird dann wohl das Jungsklo gewesen sein. Ich bin nicht unten, oder? Nee, ich bin woanders. Ich meine, da war die Dusche. Gehen wir hier doch nochmal eben rein. Da war diese komische, creepy Puppe. Die jetzt weg ist. Was mir jetzt irgendwie noch mehr Sorgen macht. Stimmt, hier waren wir eben eingeschlossen. Da kommen wir her. Oh, hier ist noch was. Was ich wieder nicht lesen kann. Okay. Das ist verschlossen. Das ist auch verschlossen. Sehr geehrter Herr Direktor, ich arbeite nun schon 5 Jahre in dieser Anstalt. Ich bin ein einfacher Mensch, habe nicht studiert und ich schäme mich, weil ich Ihnen schreibe. Ich versuche immer nach vorn zu blicken. Manchmal ist das, was zu tun ist, nicht leicht. Aber es muss getan werden. Das verstehe ich und akzeptiere ich. Wir haben keine andere Wahl. Ich schreibe Ihnen aber trotzdem. Denn da ist etwas, was nicht länger hinzunehmen ist. Ich habe Kenntnis davon, dass einer von uns den Patientinnen besonders den ganz jungen und Verwirrten, zu viel Aufmerksamkeit widmet. Da dieses Verhalten so gravierend ist, habe ich entschlossen, Ihnen zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass Sie empört reagieren und Maßnahmen treffen werden. Hochachtungsvoll. Also irgendjemand wusste da ganz offensichtlich was von. Das ist schon... Ja. Ich meine, gut, dass da wenigstens jemand versucht hat, was zu schreiben. Ach, den Namen? Zeigt er dann direkt an, okay. Aber, naja, so richtig was getan wurde ja offensichtlich auch nicht. Okay. Nervenheilanstalt, Schule für Krankenschwestern, gemäß Artikel 24 vom August 16. August 1909, Verordnung und so weiter für die Umsetzung des Rechts für Nervenheilanstalten und Patienten, Eignungszertifikat als Krankenschwester, Vor- und Nachname, der Direktor. Okay. Da war ich noch nicht drin, ne? Sind das alles? Ach so, ich dachte gerade, das wären Dosen. Moment, hey. Der Raum sieht nur genauso aus wie der andere, oder? Ist das jetzt extra eine Öffnung oder ist das ein Grafikfehler da hinten in der Ecke? Hier sind auch wieder nur Betten. Gehe ich jetzt zurück? Nee, oder? Sie war während dieser schlimmen Visiten bei René. Sie gab ihr die Kraft, alles zu ertragen. Okay.
zumindest hören wir zwischendurch noch mal ein bisschen von der Geschichte. Beziehungsweise von ihren Erinnerungen, wie auch immer. Ich möchte jetzt hier auch kein Zimmer auslassen, weil überall natürlich irgendwas drin sein könnte. Moment, ist das hier nicht der Eingangsbereich wieder? Hier waren wir doch schon. Das sind Toiletten. Hä? Hier steht auch alles offen. Ja klar, hier ist der Eingangsbereich. Oder können wir jetzt hier durch, wo vorher abgeschlossen war? Nee, das ist immer noch abgeschlossen. Da können wir jetzt auch nicht raus. Oh, ich dachte gerade, da liegt ein toter Vogel. Hä, wo sollen wir denn jetzt hin? Da waren wir auch schon drin. Achso, wir könnten... Können wir hier noch runter? Nee. Okay, da ist abgeschlossen. Vielleicht müssen wir jetzt wieder hochgehen. Aber sie hatte doch gesagt, dass ich runtergehen soll, oder? Gehen wir in die gynäkologische Abteilung. In den ersten Stock. Achso, okay. Dann sollten wir runtergehen, bevor wir diese Zähne hatten. Die gynäkologische Abteilung. Ja, Radiologie. Moment, hier oben ist ein Plan. Achso, direkt neben mir. Okay. Gucken wir erstmal eben hier. Obwohl, ich glaube, das ist der gleiche Raum. Kann man nichts anklicken. Das ist schon... Also, der Stuhl ist schon heftigst krass. Also bei meiner Frauenärztin, da ist es so, dass wir die Dinger hier rechts und links gar nicht mehr haben oder die zumindest nicht mehr genutzt werden, weil das halt eine Verkrampfung automatisch natürlich auslöst. Okay. Können wir das eigentlich weiterblättern? Ja. So. Meine Damen und Herren, das ist der Innenbereich des Körpers, den wir nie erkunden wollten. ja. Es sieht ja aus wie Zombie-Brustwarzen. Ich muss hier raus. ja, ich bin jetzt in der gynäkologischen Abteilung. Und jetzt? Jetzt passiert hier nichts. Bin ich doch schon. Gibt's denn noch eine andere? Wo war das Ding? Es gibt nur den Raum Nummer 4. Aber das bringt uns doch nichts. Und jetzt? Ich denke, ich bin hier drin. Oder ist das nicht Raum Nummer 4? Ist der daneben? Vielleicht? Nö. Hier kann man nicht durch. Ach, das ist wieder der Raum. Aber die Puppe, die ist noch da. Okay. Immerhin etwas. Nicht alle Puppen sind hier auf einmal weg. Ja, hier waren wir jetzt überall schon. Ach so, die waren abgeschlossen. Das war das. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier drin machen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Eigentlich wollte ich ja jetzt die Episode hier abschließen, wenn wir das mit der gynäkologischen Abteilung durch haben. Aber... Ah, Moment, 21.08.1938. Vertraulich. Lieber A, ich weiß, was du über diese Dinge denkst und daher mache ich dich auf die Patientin René T. aufmerksam. Auf dieses arme Mädchen wurde nicht genügend aufgepasst und da ist das Malheur im Park passiert. Sie ist fast am Ende des dritten Monats. Die Krankenschwestern müssten besser Acht geben. Ich werde das Mädchen am 28. untersuchen. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Wir wollen es ja nicht schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Dann sagten sie, dass René verrückt sei. Dass die Krankheit nur in ihrem Kopf wäre. Pass auf, Mädchen, pass auf. Ich hatte Angst und sprach mit niemandem über die Krankheit. Nur mit ihr. Nicht einmal mit dem anderen Arzt. Er berührte René nie. Er schrieb nur.
Du kannst mir alles sagen, hab keine Angst, sagte er. Alles wird gut. Möchtest du wissen, was ich schreibe? Ich schreibe, was ich von dir sehe. Alles, was ich sehe. Er hasste René nicht. Hat immer versucht, ihr zu helfen. Aber er hatte sie nur selten untersucht in diesen kleinen Räumen. Okay. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir hier nochmal einen kleinen Cut machen und uns dann dem nächsten Puzzleteil in der nächsten Folge widmen. Bis dann. Ciao.